Einen wunderschönen guten Morgen, denn es ist tatsächlich morgen. Es ist nicht ganz so früh wie geplant, aber es ist immer noch früh. Ich stehe heute nicht im Wald, sondern mehr oder weniger im Feld oder am Feld. Und ich stehe hier nicht ganz alleine, nein. Ich habe Star-Gastbesuch im Video. Und zwar von dem großartigen Kanal Digital FPV, einen der Macher. Ja, es ist ein herrlicher Morgen so zum Fliegen. Es wird langsam auch wärmer, das heißt, was soll ich sagen, es wird halt angenehm. Und wir haben heute einen richtig schönen Tag vor uns. Die Geräusche sind immer geil. Ja, es ist echt schön, wieder gemeinsam zu fliegen, weil es kommt ja sehr selten vor. Und da gönnen wir uns diesen Tag heute mal. Ich muss gleich tatsächlich auch mal irgendwie eine Kamera auf den Kopf da drauf setzen, dass ich auch irgendwie eine Aufnahme habe, weil sonst seht ihr nur Equipment und uns. Und ich fliege auch sacht, damit die Leute, die keinen FPV vertragen, nicht mit Übelkeit kämpfen. Windig ist es! Jawohl! Ich versuche mal einfach den Wind zu übertönen. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Aber für uns, wir haben jetzt gleich 10:30. Wir machen den ersten Break, weil Johannes hat jetzt seine Akkus leider leer geflogen. Ich weiß nicht, wie viel er dabei hatte. Ich glaube 4 oder so. Und damit kann man ja höchstens eine Stunde fliegen. Also, das geht ja gar nicht. Ja, kleine Pause zum Akkus laden. Und ja, die meisten sind wieder voll. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder am Spot. Yeah! Neuer Spot, neues Glück, herrliches Wetter und ein Pilot mehr. Zwei. Naja, als heute Morgen. Ja, die kannst du draufsetzen, die kann mitfliegen. Der Avatar schon. Den Spot erfolgreich gemeistert, ein paar Flüge gemacht, sehr schön. Das Lustige war, ja, wir waren halt tatsächlich drei Piloten und man fliegt weniger, dafür redet man mehr. Das ist das Schöne. Es ist einfach gesellig. So, jetzt muss das Vlog-Baby nach Hause, weil knatschig. Und wir nutzen die Zeit, laden Akkus nach, was halt so geht. Und dann geht's zum nächsten Spot. Also, nächster Spot. Neuer Spot. Unter einer Brücke. Und gleich gibt's Krach. Die Avatar steigt. Sind wir hier auch geflogen?
Ich weiß, es ist ein irre spannendes Video, weil immer nur kurze Flugsequenzen. Aber was sollen wir machen? Dafür sind wir ja hier. Jetzt geht's langsam zum Abendessen und wenn ich das zeige, dann wird Angie mit dem Kopf schütteln, weil das habe ich noch nie gegessen. Morgen, ja, gestern Abend ging der Vlog dann so zu Ende. Das ist irgendwie, ich bin nicht so im Vloggen drin, deshalb vergesse ich dann immer irgendwie richtig was zu filmen. Ich mache trotzdem heute mal weiter und schauen wir mal, was draus wird. Heute ist der letzte Tag quasi. Heute fahre ich nach Hause. Deshalb mal sehen, was jetzt heute noch ansteht. Wir wollen eigentlich noch 2 Spots fliegen und ja, ich glaube, wenn wir Glück haben, spielt sogar das Wetter mit. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal warten, bis die Nachricht kommt, dass alle fertig sind. Das hier ist mit Abstand der krasseste Spot zum FPV-Fliegen, den es hier in der Gegend gibt. Ich war hier schon mal und bin geflogen. Und jetzt bin ich ein zweites Mal hier und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, also das letzte Mal bin ich in so ein enges Loch rein und bin dann unten durch. Ich weiß nicht, ob ich es mich traue, aber ich habe ja hier The Master of Disaster. Das wird Power geloopt, das Ding. Ich glaube nein. Das soll es jetzt flugtechnisch von hier gewesen sein, also vom Bunker. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben es mittags. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen bei Johannes auf Terrasse sitzen und dann geht es Richtung Heimat. Von da an ja, machen wir den Vlog mal hier zu, wenn es denn einer geworden ist. Also wenn ihr den jetzt seht, dann ist es einer geworden. Mit Sicherheit nicht einer meiner besten, aber dafür einer mit den spektakulärsten FPV-Spot. Wir sehen uns in einem anderen Video. Sag mal schön brav tschüss. Tschüss. Also er stand dahin und hat gewunken und tschüss gesagt. Das lassen wir gelten. Ciao.